Jo Leute, ihr seht hier im Hintergrund meine erste Runde Titanfall in der Beta. Ich habe meinen Key leider, beziehungsweise, was heißt hier überhaupt Key? Ich habe gar keinen Key bekommen. Ich habe das Spiel erst bekommen am 17. Es ist vorbestellt, das heißt, ich werde es wahrscheinlich dann, wenn es richtig rauskommt, ein bisschen früher haben. Aber okay, im Hintergrund seht ihr auf jeden Fall Titanfall, meine allererste Runde. Ich will dieses Video nutzen, um mal kurz ein bisschen aufzuklären, was momentan auf meinem Kanal los ist. Und zwar ist es so, dass Bioshock und Starbound ja unglaublich schleppend vorangehen und allgemein momentan sehr wenig auf meinem Kanal kommt. Das liegt daran, dass ich alle Hände voll zu tun habe mit meinem Grafikkanal. Und das liegt auch daran, ich hatte nicht so wirklich Lust, muss ich zugeben, was aufzunehmen. Ich werde Bioshock jetzt noch weiter aufnehmen. Starbound bin ich mir noch nicht so wirklich sicher, weil mir das Spiel einfach null Laune macht. Und werde ich jetzt am 6. März ist das, glaube ich. Da kommt South Park raus. Da weiß ich auch noch nicht, ob ich da vielleicht ein Let's Play zu mache. Und dann kommt ja auch schon Titanfall. Und zu Titanfall wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Ich habe jetzt noch zwei weitere Runden. Also ich habe meine ersten drei Runden aufgenommen. Und die zweite seht ihr dann jetzt im Anschluss irgendwann die Tage. Und die dritte dann auch. Ich weiß noch nicht, vielleicht werde ich da einfach dann über so ein paar Themen reden oder so. Weil ich habe die auch nicht live kommentiert. Das war einfach... ich habe momentan übel die Kopfschmerzen und da lohnt sich das dann eigentlich gar nicht für mich überhaupt zu zocken und alles, beziehungsweise ich kann mich dadurch gar nicht wirklich konzentrieren und da dann was Gutes zu reißen. Plus dann noch Live-Commentary ist jetzt nicht so wirklich das Gelbe vom Ei, wie man so schön sagt. Ich wollte euch einfach nur mal kurz informieren, wie es aussieht. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Tage mal gucken, was noch so ansteht. Und dann würde ich auch behaupten, melde ich mich jetzt hier mal ab. Ihr könnt euch das Gameplay ruhig noch angucken. Also, ich weiß auch gar nicht, wie es ausgeht. Auf jeden Fall, was ich sagen kann, Titanfall, die Beta, bis jetzt gefällt mir sehr gut. Ich werde im zweiten Video, werde ich mich mal genauer über Titanfall auslassen, sage ich mal. Und was mich stört und was mich nicht stört und so weiter und so fort. Ich würde erstmal sagen, haut rein und bis dann.